Namaste. Guten Morgen. Schön, dass du gemeinsam mit mir eine Morgenmeditation durchführst. Setze dich am Beginn aufrecht auf einen bequemen Stuhl. Achte darauf, dass deine Rückenwirbelsäule gerade ist. Nimm nichts mit in diese Meditation an Gedanken, an Sorgen, an Ängsten. Alles, was dich in diesen Tagen bewegt, lass jetzt einfach los. Zur Unterstützung werden wir am Anfang dreimal tief durch die Nase in den Bauch einatmen und durch den offenen Mund wieder ausatmen. Tief einatmen und halten, 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 halten und loslassen. Und halten, 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 halten und loslassen. Und halten, 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 halten und loslassen. Zur Unterstützung und weiteren Vorbereitung der Meditation üben wir Pranayama Nadi Shodhana, die wechselnde Nasenatmung. Dazu die linke Hand auf dem linken Oberschenkel ablegen, von der rechten Hand den kleinen Finger und den Ringfinger zum linken Nasenloch, rechts ausatmen, rechts einatmen, Wechsel, links ausatmen. Links einatmen. Wechsel, rechts ausatmen. Rechts einatmen. Wechsel, links ausatmen. Links einatmen. Wechsel, rechts ausatmen. Rechts einatmen. Wechsel links ausatmen. Links einatmen. Wechsel und rechts ausatmen. Du kannst Pranayama Nadi Shodhana, die wechselnde Nasenatmung, während des Tages öfters üben. Es bringt die Hemisphären des Gehirns in Balance, du wirst ruhiger und ausgeglichener. Mit der Rückenwirbelsäule gerade, aufrecht, Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen, schließe deine Augen. Lass uns gemeinsam dreimal Om singen. Om. Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins, dem Unendlichen. Anerkenne die höchste Realität. Wisse, dass du eine individualisierte Einheit dieser höchsten Realität bist. Unendlich, ewig, untrennbar, ohne Beginn und ohne Ende. Anerkenne die Heiligen aller spirituellen Erleuchtungstraditionen und die angeborene göttliche Natur eines jeden Menschen, ohne Ausnahme eines jeden Menschen.
In unserer Tradition des Kriya-Yoga ehren wir besonders unsere Guru-Linie Mahavatar Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar Giri, Paramahansa Yoganandaji, Roy Eugene Davis und alle Nachfolger. Lass die Sehnsucht deiner Seele zur Ganzheit wiederhergestellt zu sein, deine Meditationserfahrung bestimmen. Stell dir vor, du meditierst in Gott und Gott in dir als du. Mit der Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen beobachte von dort deinen Atem. Es ist nicht notwendig, zu versuchen, den Atem zu kontrollieren. Beobachte einfach den natürlichen Fluss und Rhythmus deines Atems. Wenn du möchtest, kannst du deinen Atem mit einem Mantra kombinieren. Sprich gedanklich beim Einatmen. So. Sprich gedanklich beim Ausatmen. Ham. So. So. Hum. Erinnere dich an die Bedeutung von So Ham. Ich bin reines Bewusstsein.
Ich bin reines Bewusstsein. So. Hum. Wenn es dir nicht gelingt, deine Aufmerksamkeit zu konzentrieren, wenn Gedanken und Emotionen aufsteigen, schenk ihnen keine Beachtung, lass sie einfach weiterziehen und kehre zurück zu deiner Atmung und deinem Mantra. So. Hum. Wenn sich deine Gedanken und Emotionen vollkommen beruhigt haben, passiv geworden sind, leg das Mantra beiseite und verweile in dieser ruhigen, friedvollen Stimmung, in dieser Stille. Bleib aufmerksam und fokussiert, beobachte und höre.
Wenn dein Geist unruhig wird, komm zurück auf den Bereich zwischen den Augenbrauen. Konzentriere dich dort. Beobachte von dort dein erstes Chakra im Steißbeinbereich. Atme in dieses Chakra
Versuche es zu fühlen, zu spüren. Sing in dieses Chakra gedanklich. Om. 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 Fühle die Schwingungen in diesem Chakra. Und gehe gedanklich nach oben zum zweiten Chakra im Steißbeinbereich. Versuche es zu fühlen und singe in diesem Bereich das Om. Om. Fühle die Schwingungen im zweiten Chakra. Geh nach oben zum dritten Chakra, gegenüber dem Bauchnabel. Versuche dieses Chakra zu fühlen und singe in dieses Chakra das Om. 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 Spüre die Vibrationen im dritten Chakra. Geh nach oben zum vierten Chakra, gegenüber dem Herzen, zwischen den beiden Schulterblättern. Versuche diesen Bereich, dieses Chakra zu fühlen. Singe das Om in das vierte Chakra. Om. 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 Spüre die Vibrationen im vierten Chakra. Geh nach oben zum fünften Chakra, im Bereich der Halswirbelsäule. Versuche diesen Bereich zu spüren. Singe in diesem Bereich das Om. 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 Versuche in diesem Bereich, im fünften Chakra, die Schwingungen nachzuspüren.
Geh nach oben zum sechsten Chakra. Gegenüber dem spirituellen Auge. Versuche diesen Bereich zu spüren. Sing in diesem Bereich dreimal Om. Spüre im sechsten Chakra den Schwingungen nach. Geh nach oben in das Sakralchakra, dem siebten Chakra. Fühle dieses Chakra und singe dort dreimal Om. Spüre dem aufsteigenden Fluss von ganz unten, dem ersten Chakra im Steißbeinbereich, bis ganz oben zum siebten Chakra im Sakralbereich nach. Öffne am Schluss dieser Meditation deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins für Mitgefühl, für Freundlichkeit, für Gelassenheit, für Dankbarkeit. Wünsche allen fühlenden Wesen das höchste Gute. Sieh sie glücklich, zufrieden, friedvoll, konstruktiv und zuversichtlich. Sieh sie erwacht zu ihrer wahren Natur.
sieh dich selbst glücklich, gesund, selbstbewusst, zufrieden, freundlich, konstruktiv, erwacht zu deiner wahren Natur. Sei dankbar für die Erkenntnis, dass in dieser materiellen Welt alles vergänglich ist, nichts von Bestand, alles im permanenten Wandel. Öffne am Schluss dieser Meditation deine Augen und komm zurück ins Hier und Jetzt. Du kannst natürlich noch gerne so lange wie du möchtest in dieser ruhigen, friedlichen Stimmung verweilen. Nimm diese Stimmung mit in den Tag und schenke sie anderen durch deine Anwesenheit. Ja, ich wünsche dir einen tollen Tag in dem Bewusstsein. Ich bin das. Ich bin reines Bewusstsein. So Ham. Wenn du möchtest, in einer Woche zur gemeinsamen Meditation online. Bis dahin, Namaste.